So, Ladies and Gentlemen, jetzt gibt's erstmal wieder ein paar Handyhüllen. Ihr wisst ja bei Dein Design, ihr könnt auf dieser Webseite für über 6000 Geräte, für alle Geräte, die es gibt, eure Handyhülle bestellen. Egal ob Fußball, egal für vorgefertigte Designs oder ihr könnt auch selbst gestalten. Ich nehme mal die hier. Organic Case. Von mir Design Chat. Ja, ich habe meine Handyhülle so. Mit der Hülle kriegst du keine Frau, ist doch scheißegal. Wenn dir die Frau wegen der Handyhülle nicht nimmt. Wie so eine Marke, Best Bro. Wer kennt sie nicht, die Marke? Best Bro. Geile Hülle, geiles Design. Design selbst, holt euch einen Bundesliga-Verein, holt euch, was ihr wollt. Ich habe es nur gehört, dass Dave, und der hat mir schon bei Seven vs. Wild, als er in der zweiten Staffel dieses Backstage gemacht hat, gesagt hat, er träumt von seinem eigenen Projekt, er hat eine Idee im Kopf und sowas. Schade, er hat mich nicht gefragt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dabei gewesen wäre, aber ich gucke mir doch gerne diese Dinge an. Bin sehr gespannt drauf. Dave, und vielleicht bedeutet dir auch meine Reaction ein bisschen was. Hier ist für euch The Race, Episode 1, Germany. Wie war meine Anmod? Marokko. Ich war noch nie in Marokko. Wer von euch war schon mal Marokko? Wer von euch war schon mal Marokko? Ich war noch nie da. Schöne Musik. Herzlich willkommen zu The Race. Gut gemacht, Dave. Die Stimme kenne ich. Wer ist diese Stimme? Eure Aufgabe ist es, aus den engen Gassen Marokkos so schnell wie möglich nach Deutschland zu kommen. Ruhe! Ihr tragt nur das Nötigste an eurem Körper. Habt kein Geld, kein Handy und seid vollständig auf euch allein gestellt. Super, Dave! Super! Derjenige... Wie viel Aufrufe? Ich will kurz gucken. Das ist ein Erfolgsformat. Bruder, 1,6 Millionen! Wenn ich da mal hinkommen würde, weißt du, in solche Sphären dieser krassen Content-Creator. Ihr seid geisteskrank. Dave, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Der als erster in Köln ankommt. Ich freue mich einfach dann so. Was? The Race beginnt in 3, 2. Wie willst du das machen? 1. Okay, was würde ich machen? Hello, 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 Cologne, Cologne, mit Kartonschild da steht. Hello. How you drive, wo drive you, nimm ich mit. Und dann rein in die Rostlaube. Bis zur nächsten Raststätte. Okay, thank you. Nächster. Bruder, ich sehe dich bei Staffel 2. Ich sehe mich auch schon bei Staffel 2. Jetzt schon. Los. Wer sind die? Jungs. Dave, okay. Ah, die haben sich vorher gar nicht gesehen? Ciao, Jungs. Oh mein Gott! Yo. Aber was das haben war die das dabei? Das letzte Mal mit ziemlicher Sicherheit, dass wir uns gesehen haben. Ja. Hier ist ein Dave. Bruder, die werden doch nicht sterben. Was erzählst du denn? Falscher Satz. Köln kann passieren. Das war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Die Idee ist schon wieder überragend. Dead End. Puh. Sind hier irgendwo in irgendwelchen Gassen? Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Okay, es geht los. Scheiße. Bis nach links. Ganz kurz, ich kenne den doch. Den kenne ich nicht, noch nie gesehen. Okay. Ihn kenne ich. Geht los. Ihn kenne ich persönlich. Ich weiß es. Ich weiß den Namen nicht. Ich kenne ihn persönlich. Bei der Batman-Premiere habe ich diesen Mann getroffen. Ich kenne ihn persönlich. Ich weiß es. Ich weiß es nicht woher, aber ich kenne ihn persönlich. Vom Klimansland von damals, von Finn Kliemann, genau. Die haben, jetzt weiß ich es. Ich kenne ihn. Ein sehr netter Typ. Der hat nämlich das Batmobil gebaut. Für die Batman-Premiere. Die anderen, keine Ahnung, bin noch gespannt. Finde ich aber auch sehr gut, dass es nicht immer Leute sind, wisst ihr, was ich meine, die man alle schon kennt. Ne? So, man geht ja immer, bei solchen Formaten wird ja immer viel so, ah, guck mal, die sind alle berühmt und wir brauchen ja diese. Ich bin bei meinen Formaten auch immer gern dafür, dass man Leute auch dabei hat. Leider sind viele von meinen Freunden berühmt, aber dass man auch Leute dabei hat, die nicht so bekannt sind, damit Leute die kennenlernen, wo man denkt, ey, das ist ein toller Typ, ein tolles Mädel, die sollen Leute auch mal kennenlernen. Wisst ihr, was ich meine? Scheiße. Bis nach links, ich gehe da rechts. Ich gehe da hier geradeaus. Full AD habe ich doch. Jetzt geht's los. Jetzt ist man alleine unterwegs. Entschuldigung. So fängt's an. Über die nächsten Tage müssen die Teilnehmer einen Kontinent, mehrere Länder, über 2500 Kilometer und eine Menge Hürden überqueren. Aber dabei gibt es ein festes Regelwerk, dessen Mist...
Lauren, Daniel, Brian, Dave und Jovan. Jawohl! Das ist The Race. Hier machen wir uns jetzt nach Europa. Ich brauche irgendeine größere Straße. Guckt euch an, wie das aussieht. Jetzt geht's los. Jetzt ist man alleine unterwegs. I want to. Do you speak English? No. English? I want to get to the harbor. Harbor. Ship. Ship to Spain. Where I have to go? Lava? Okay. Shukran. Bruder, du musst sie doch fragen! Weißt du, was du fragen musst? Lava? Nach Fahrrad! Hast du Fahrrad? Mit Fahrrad los! Also die ersten Schritte, oder Chat? Du musst erstmal mit dem Fahrrad ein bisschen los. Auf Fahrrad. Bisschen. Nicht klauen, fragen. Ausleihen, Fahrrad. Dann schon. Lass dir die PayPal an. So würde ich's machen. Shukran. This way. Okay, Chat. Okay, okay. Regelwerk. Okay, alles klar. Darf man anscheinend nicht. Aber okay, das sind ja die ersten normalen Sachen, die man halt denken würde. Weißt du, so. Shukran. This way. This way. Okay, okay. Thank you. Also, willkommen bei The Race. Ich bin jetzt hier in irgendeiner Hood. Ich muss versuchen, nach Deutschland zu kommen, nach Köln. Ich habe kein Geld, die Regeln sind euch bekannt. Und es gibt drei Häfen, ich muss jetzt versuchen, zwei von denen, weil den dritten habe ich ohne Geld vergessen. Zwei muss ich irgendwie erreichen, weil mein großer Wunsch ist es, heute noch nach Spanien zu kommen und mit irgendwelchen Touris bestenfalls heute Abend noch ein Bier am Strand zu trinken. Das wäre der Best Moment. Und hier bin ich jetzt schon mal wenigstens raus aus dem Ghetto. Okay, aber es bringt mir gar nichts. Ich habe absolut keine Idee, wo ich lang soll. Brian. Wenn das oh, Leben schöne Vorstellung. Gibt, schön. Bastelt Brian mit einer Büroklammer und einem Feuerzeug eine Autobatterie daraus. Ach so, Brian, okay. Dass du gleich diese Mittel nimmst. Aber dann, du kannst ja, man kann ja Arbeit leisten, oder Chat? Man kann ja Arbeit leisten, man kann ja sowas machen. Aber Brian, nicht free. Du bist ja da in der Challenge. Du solltest ja auch dafür dann ein bisschen Geld nehmen. Ist ja nichts Schlimmes, kann man ja machen, aber du kannst ja auch. Das wäre ja genau die Idee, Brian. Du musst das free oben wegmachen. Nur dann macht es ja auch Sinn. Leistung gegen Leistung. Oder? Einzelchat. Ist doch klar. Brian, Mensch, da ist ein kleiner Fehler in der Denkweise. Oder einen Preis drüber schreiben. Deutsche begeistert seit Jahren seine Community mit allem, was einem ein Lachen auf die Lippen zaubert. Doch das Leben ist kein Klimansland. Brian scheint das egal zu sein. Ist genau das. Er versucht Stammkunden aufzubauen. Schreibt jemand in den Chat, er versucht Stammkunden aufzubauen. Was? Seine Geheimwaffe. Bevor ich hier irgendwas groß rumquatsche, suchen wir uns direkt mal ein Auto. Ich habe gehört, Trampen in Marokko soll ganz gut gehen. Ich habe es noch nie gemacht. Hier. Mal gucken. Erstes Auto, komm. First try, bitte. Oha! Ja, Salam. Da weißt du auch nie, ist derjenige da drinne sagt, hübsche, hübsche, hübsche Junge. Das ist auch immer so ein, so, wisst ihr, was ich meine? Das ist auch immer so ein Ding, wo du heutzutage denkst, was, denkt der vielleicht was Falsches? Ach so, der hat doch hinten, hat er hinten im Rucksack schon die Handtücher dabei? Versteht ihr, was ich meine? Es ist immer so, weiß man auch nicht. Bei uns ist ja auch, gibt's ja auch überall, wo die Wohnwegen stehen, Chat. Wo die Wohnwegen sind. Ich glaube, ungefährlich, eins in Chat, ist es nicht, einfach in fremde Autos zu steigen. Ne? Also das ist etwas, was man seinen Kindern nicht mit auf den Weg gibt, sondern man sagt seinen Kindern, halt dich fern. Wisst ihr, was ich meine? Me gustaría ir al mar. ¿Puedo ir contigo? Vamos. El terminal, muchas gracias, amigo. Woher kann er das? Low-Budget-Reisen ist der 25-Jährige gewohnt. Über Monate trampte er ohne Geld durch die entlegensten Orte der Welt und zeigte sie seiner Community auf YouTube. Er weiß, wie es okay, ist, er sich alleingestellt ist zu sein. Okay. Und brachte er ist der most erfahrene von allen. Also ich habe es ja noch nicht gesehen, aber da würde ich schon mal, das wäre jetzt so das Erste, wo ich sage, beim Sportwettenanbieter, da gucke ich mir die Quote an. Wisst ihr, was ich meine? Da gucke ich gleich mal drauf. So, was ist, das ist gut. Er ist der mit der Erfahrung, er hat das jahrelang gemacht, er weiß Bescheid und da sage ich jetzt erstmal Geld. Bei Brian sage ich eher, da sehe ich mich. Brian ist genau dieser Typ, traut keiner zu, so, und vielleicht schafft das am Ende, aber das hier ist der Erfahren, das ist der Fritz der Show, so gefühlt, ne? Hab ich recht? Würdet ihr auch sagen? Also nicht... ...hatte sich dabei auch noch selbst Spanisch bei. Hat er das Erfolgsrezept, um am Ende zu triumphieren? Ja, guter Mann! Lecker essen. Nächster. Das wird jetzt erstmal ein bisschen schwieriger sein, ranzukommen. Nächster. Deswegen,
Ab geht die wilde Fahrt. Taktik, direkt zum Hafen. Und da hinten sehe ich schon Taxis, Busse. Das ganze Altstadt-Klanggassengewirr hinter mir gelassen. Sorry, j'ai besoin d'aller à Tangermet. Tangermet? Tangermet. J'ai pas... Bruder, wie viele Sprachen werden da gesprochen? Ich weiß gar nicht, was sprechen die alles für Sprachen? Ist ja unfassbar. Jetzt stell dir mal vor, wie ausgeliefert bin ich denn da? Englisch bin ich sehr gut. Und dann? Dann hört es schon auf bei mir, oder? Also mit Englisch würde ich gut durchkommen. Aber dann? Was dann? Hallo, ja, hallo. Ich komme von Holland. Ich bin von den Niederlanden. Kannst du mich mitnehmen? Bedankt, bedankt. Beaucoup d'argent pour un taxi. Peut-être une bus oder quelque chose. Oh, quelqu'un avec une... Was denn hier? Ah. Oh, guck mal, wie nett! Là, il va te ramener à la gare de train. Et pour prendre un autre taxi. Parfait. Pour aller à Tangermet. Merci beaucoup. Merci, là. Monsieur. Ah, perfekt. Erste Taxifahrt. Oh, oder der Boss-Move, wenn die Kamera läuft. Bam, auf die Schulter, ich mach das schon für dich. Geil! Ah, das ist natürlich gut gelaufen. Da musst du dich hin verirren. Auch wenn es ein bisschen, sagen wir mal, gefährlicher ist. Zu den Typen, wo du siehst, von Weitem schon, Hugo Boss. Die so dastehen, weißt du? Hey, ach, da läuft eine Kamera. Hey, komm her. Die dann die Geldbündel rausholen, den machen. Ja, klar, kein Problem. Hey, komm rein. Da musst du das nutzen. Da musst du das nutzen. Da läuft eine Kamera, finden die geil. Einmal bei TikTok viral gehen. Wisst ihr, was ich meine? Einfach mal rein. Bruder, per Anhalter mit. My friend, seriously, thank you. Merci. Merci. Bruder, wie ehrenvoll er ihm einfach Geld gibt. Ihr wisst, um was es geht. Ohne Geld von Marokko bis nach Köln kommen. Und ey, oder wie er auch sagt, hier und das, er ist schon auch krass. Versteht ihr, was ich meine? Also schon auch, dass man sagt, ey, ich helfe dem jetzt. Auch wenn er wird ihm ja erklärt haben, das ist im Rahmen einer Entertainment-Show oder so. Aber krass, würdet ihr, ich frage euch ehrlich, jemandem Geld geben, wo ihr merkt, der filmt und das ist eine Show und sagen hier und da, ganz ehrlich. Okay, das weiß ich. Regeln wurden noch nicht wirklich erklärt. Laurenz. Abenteurer, Videograf, Mann von Welt. Kenn ich auch persönlich auch nicht. Kennt ihr ihn? Und von 30 Meter hohen Klippen ins Wasser will, der hat vor nichts und niemandem Angst. Zuletzt durchquert okay, er so mit einer. Seinem Land Rover Defender die Wüste Marokkos. Okay, ein so einer. Vorteil, Laurenz ist Allrounder durch und durch. So und einer, wenn wir ehrlich sind, er sieht dabei einfach extrem cool aus. Ich bin da, die erste dicke Straße. Mein Plan, Dave. Zum Anfang irgendwie nach Europa kommen. Ey, das ist geil, dass Dave die Rolle in seiner eigenen Show hat, wie Fritz bei Seven vs. Wild, oder? Wer ist mit dem Herzen dann mit Dave dabei? Weil Fritz Meinecke war ja auch in der ersten Staffel, der war ja der, den man mitgefiebert hat, oder? War es nicht so? Also bevor man alle kennengelernt hat, bevor man die anderen kannte, waren es so die Bekannten eher, die, bei denen man mitgefiebert hat. Mit dem Herzen, mit bei Brian. Okay, ich merke schon, ist Brian der Zuschauerliebling? Okay, dann wird er bestimmt noch witzig werden, ja? Aber ey, Brian, okay. Nicht zu viel Zeit in Marokko Brian ist der Knossi, obwohl nein. Obwohl das Campen hier wahrscheinlich gut ist. Einfach so schnell es geht nach Europa. Brian, deutsche Knossi? Was? To Ferry? Ferry? Go to what? Port. Nice. Perfect, thank you. Bye, bye. Ich habe mir geschworen, dass ich keine Marokkaner nach Geld frage. Es lohnt sich einfach nicht, nur für so ein Projekt, denen jetzt hier noch irgendwas aus der Tasche zu leiern. Digga. Aber das war welche Jahreszeit war das? Heute Morgen hat es so krank geregnet. Warm ist es nicht da, ne? Ich dachte, die haben alle dicke Jacken komplett an. Komplett im Regen. Aber die Sonne ist draußen. Oh, das sieht nach Strand aus. Das sieht nach Strand aus. Ich bin so hyped gerade, aber ich darf nicht rennen. Es wird so viel Ostern, zu viel okay. Energie dieses Jahr? War das dieses Jahr? Ja, ne? Wahrscheinlich dieses Jahr gemacht. Guckt ne? euch das an. Ah. Hier ist ein privater Hafen. Hier sind Segelboote. Das mache ich zuerst. Dave. Okay, ich merke schon, um mal auf Brian zurückzugehen. Viele schreiben, Brian anstrengend auf Dauer. Jetzt genau was Leute auch bei mir wahrscheinlich gedacht haben. Oder? Wahrscheinlich. Das ist geil. Also ein polarisierender Typ. Oder? Dave hat nachträglich bewiesen, dass er will. Aber natürlich ist ein ganz anderer Mensch als ich. Er hat in Videos gezeigt, dass er aus jeder Scheiße Geld machen kann. Wird er dieses Talent auch in dieser Extremsituation unter Beweis stellen können? Wie schlägt sich der Alleskönner in der harten Realität von
The Race. Alter. Bruder, ganz kurz dachte ich im ersten Moment, Unges ist wieder da, Alter. Erst, wer hat's auch gedacht? So im ersten Flattermann, so der allererste Flattermann, als die Szene zu ihm kommt. Von Achtung, guck. The Race. Alter. Bruder, der allererste Spot-Moment, oder, Chat? Hä? Ne, Joris sehe ich da gar nicht, aber das alle, ja, dachte ich so kurz. Also ganz, ganz, ganz kurz. Fuck. Krass. Schöne krass Gässchen, Eindruck, Marokko. So, wer war schon mal da von euch? Geld zu haben. Mach deine eigene Survival-Show. Ich mach eine andere Show. Hey, Sir. You speak English or Francais? Are you going to the direction to the port, to Tanjaville? Can you maybe take me there? Eine Frage mal, hat er das mit irgendeinem Streamingdienst gemeinsam gemacht? Diese Show, also gibt es irgendeinen Streamingdienst oder wie hat das finanziert? Weißt du was, ich meine, das würde mich mal interessieren. Weil ich, läuft das irgendwo noch auf Join? Mit Join. Okay. Und wann läuft die Folge auf Join und wann läuft sie hier? You can't just take me like that, right? Because I have no money on me, man. Nothing? No, really. I'm doing like a race with my friends. No money and we just try to ask people. And you maybe can take me there? Yeah, in the back? Perfect, thank you so much. Join ist das meiste schon draußen. Perfect, perfect. Thank you so much. Jovan. Fotograf, Skater, Stuntman. Das sympathische Lächeln hat es aber faustdick hinter den Ohren. Tagelang Trainsurfen durch die Sahara oder über die Dächer von Paris laufen. Wo hat er die gefunden? Sind das Freunde von ihm? Bleibt sein Geheimnis. Oder hat er die irgendwie runterkommt, gesucht? Sieht man, haben die sich gekannt? Videos. Wird ihm über die Reise das Lächeln vergehen? Das würde mich mal interessieren, haben die sich alle schon im Vorfeld gekannt? So, dass okay, das Spielprinzip ist klar. Okay, Ruhe, Regel. Fünf Kandidaten Jet, Ruhe. Ist vollkommen auf sich allein gestellt. Jegliche Hilfe ist verboten. Genauso wenig dürfen sie Fremden Versprechungen machen, die sie erst nach dem Rennen einlösen. Aha, sie starten ohne einen einzigen Cent. Doch selbst das ist wieder der Haken an der Geschichte. Ihr wisst alle, wie wir am Anfang gedacht haben, ne? Klar. Ohne Geld. Dürfen sich die Teilnehmer Geld dazu verdienen. Zudem erhalten alle Kandidaten die exakt selbe Ausstattung, bestehend aus 34 viel, viel Zeug. Ein Schlafsack, Hängematte, Tarp, Paracord und ein Messer. Was noch? Was ist denn ein Spork? Ja, Abflasche, was ist das? Fragezeichen? Europa-Karte? Boah, wie lese ich denn den Namen vor? Wie lese ich denn den Namen vor? Air Reports, Kopflampe, Kompass, Messer, Hülle, Instamail. Gut, außerdem gut. Erhält jeder Teilnehmer einen Fork und Sporn zusammen und ein Notfallkit. Die gesamte Ausrüstung darf während des Spiels weder verkauft, eingetauscht okay. Oder verliehen gut, werden. Gut, gut. Dies sind für den Anfang die wichtigsten Grundregeln. Aber viel Zeug. Alle weiteren Regeln werden im Laufe des Projekts erklärt. Zu guter Letzt erreicht der erste Teilnehmer das Ziel, ist The Race für alle beendet. Ja, ey, ist ja ganz klar. Alle werden es wahrscheinlich jetzt auch so vergleichen mit Seven vs. Wild, ne, Chat? Alle werden es so ein bisschen vergleichen und werden sowas sagen. Da geht es ja nicht ums nackte Überleben. So, da ist es ja völlig okay. Da sind die Aufgaben ja eine ganz andere. Die Challenge ist eine komplett andere. Dort heißt es weiterkommen. Dort ist die Reise dein Ziel. Wie komme ich, bewege ich viele, viele tausende Kilometer hinter mich. Also ich find's geil. Ich find's was anderes. Und wahrscheinlich werden viele Vergleiche anstellen, aber ist natürlich kompletter Quatsch. Weißt du, was ich meine? Meter machen. Genau das ist hier das Ding. Also dann. Ist geil. Da bin ich, hä? So which way to the harbor? Tangier, man? Englisch gut. Englisch gut wie meins. Sehr gut. Ja, sehe ich mich auch schon mal. No English? Okay, thank you. Meine Probleme gleich, ja. Bedanken. Okay. Ja, ja. Hier habe ich das erste Schild. Centreville. Also Tangierville war auch ein. Digga, ich bin jetzt schon voll extrem verwirrt. Das war auch ein Hafen. Ich will nach Hause. Das Schlimmste ist jetzt schon, das ist aber auch meine eigene Schuld. Ich bin Raucher und wir haben keine Zigaretten. Ey, wie oberflächlich seid ihr? Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, deswegen schreiben alle da drunter, er ist der Knossi von Dings. Nur weil er raucht? Warum? Deswegen ist man doch nicht der gleiche Mensch. Ey, wie oberflächlich seid ihr denn? Ich denke, da kommen irgendwelche Charaktereigenschaften, irgendwelche Züge. Humorvoll, lustig, ehrlich, haut die Dinger so raus, denkt nicht drüber nach. Solche Sachen. Aber dann kommt einfach, ich bin Raucher. Ist es deswegen? Deswegen? Oberflächlich, Chat. Oberflächlich. Wirklich. Ist vielleicht ein cooler Einstieg, mit Leuten zu reden. Ja, ja. Aber es ist jetzt selbstgemachtes Leid. Doppelkinn, ja, ja. Muss. Wegen Doppelkinn. Auch ohne Handy. Ja, ja. Und da kommen jetzt ganz viele Sachen aufeinander, die einem das Leben schwer machen werden. Aber
wir machen das Beste draus. Es gibt einige Leute, die mitmachen, die schon ein bisschen Erfahrung haben im Trampen und dies, das und die Spanisch können, die Französisch können. Ich glaube, ich bin der Durchschnittszuschauer. Ich habe von nichts einen Plan und ich kann Englisch und Deutsch. Und wir machen diese Reise zusammen. Ihr könnt sehen, wie ein ganz normaler Dulli ohne Geld und ohne Handy nach Hause kommt. Ey, das macht er natürlich, sag dir ehrlich, das macht ihn schon mega sympathisch. Also das ist schon wieder, weil das ist einer von uns. Das ist wirklich wieder der, weißt du so, bei den vielen anderen Kandidaten, die wir jetzt gesehen haben, der kann das, der andere springt vom Hochhaus, rollt sich dreimal ab, weißt du, Tom Cruise. Und er ist wie wir. So, er kann nix. Er ist einfach wir. Und das macht einfach so viel Menschen so sympathisch. Deswegen, Freunde, wenn ihr zu Hause auch mal zu denen gehört, die nichts gelernt haben, sympathisch seid ihr. Weißt du, was ich meine? Ihr seid sympathisch. So, die Leute, die immer viel können. Und ja, klar, wo du denkst, Alter, der Tag hat dann noch 24 Stunden, schlafen musst du auch. Aber die sind heute schon Bungee gejumpt, haben irgendwie heute schon 14 Kinder versorgt mit 7 verschiedenen Frauen, waren bei allen, haben alles im Griff, haben abends das Essen vorbereitet und haben alle noch abends zu Bett gebracht, obwohl 7 verschiedene Adressen sind. Weißt du was, kennst du die Leute, wo du denkst, naja klar, weißt du, und steht morgens um 4 auf, hallo. Das ist doch, das ist auch geil, aber das ist nicht sympathisch. Könnt ihr das irgendwo nachvollziehen? Oh. Ja, ne? Jeder Schritt fühlt sich auch falsch an, weil ich nicht weiß, ob es die richtige Richtung ja, ist. Ja, ist so. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Bruder, aber der ist schön. Leck mich am Arsch, ist der Mann schön. Guck mal. Guck mal die Augen. Bruder, wie kann man Augen haben, wie in dieser Bucht auf Mallorca, wo das Wasser so hellgrün leuchtet? Wie geht das? Wie kann man so schöne Zähne haben, wo der hier, der ist ja bei den meisten hier tiefgelb, nur so eine leichte gelbe, ganz leichte einen gelben Schatten hat. Bruder, ist der schön. Wo bei dem Bart auch, wo man bei dem Bart aussieht, der ist süß. Weißt du? Genau, er hat so ein bisschen was wie von so einem Husky. Ein Husky als Mensch, du, einer der schönsten Hunde. Du siehst diesen Hund und denkst, spring mich an. ¿Cómo te llamas, amigo? Nazar. Nazar? Sí. Un gusto, Daniel. Sí, Daniel. No, es que yo tengo que ir a España. So ein schöner, ja? Del terminal. Oder? Okay, yeah. ¿Puedes llevarme al terminal? ¿Quieres tiempo? Ahora. ¿Ahora? ¿Cuándo? Porque hay el cosa aquí. Vamos al hotel. No, vamos al hotel contigo. Yo voy contigo. Ich merke jetzt erst, dass man ja unten lesen muss und denkt mir, Bruder, soll ich das vorspulen? Ich dachte kurz, überspringe ich den Teil, den ich eh nicht verstehe? Unten ist ja Schrift. Okay, kein Umweg, aber ist nicht schlimm. Fruta. Oh. Fruta Itala, perfekt. Er bringt dir gerade ein bisschen Früchte zum Hotel. Kannst du gleich was abgreifen, ne? Kannst du gleich was abgreifen? Sí, Marina Bay. Marina Bay? Sí. Ah, es cerca del mar. Sí, sí. Perfecto. Yo hago una competición. Sí. ¿Entiendes? Und con 4 amigos. Okay, hieß es nicht, man darf es nicht verraten? Oder war das das Maximum, was man sagen darf? Y empezamos aquí. Y quién está el primero? En Alemania, en Colonia, en Alemania. Renn okay. Gana. Pero sin dinero y sin móvil y celular. Exacto. Entonces, tengo que ganar dinero. Ja, ja, klar, pass auf. Da muss ich ganz kurz, Dave, einmal auch. Ja klar, Rennen darfst du sagen, ist ja auch ganz logisch, dass du dann so mit der Kamera drin sitzt. Hey, ja, wir machen ein Rennen durch Deutschland. Es ist keine Show. Dankeschön, dass Sie mir heute hier auch helfen. Es ist ein Rennen. Was? Wisst ihr was? Reisevlogger, ja klar, natürlich. Ja logisch, das wird garantiert, der lädt das nirgends hoch, macht er für sich, um nach Hause zu kommen und seiner Mutter zu zeigen, komm, ich schieb mal die SD-Karte in deinen Fernseher. Hast du nicht einen neuen Fernseher? Das geht doch. USB-Stick rein. Versteht ihr? Dinero. Sí, ¿Sabes cómo puedo ganar dinero aquí? Ja, versteht ihr? No tienes trabajo para mí. Um nach Europa zu kommen, ich habe mir am meisten Gedanken gemacht über die Überfahrt, weil das wird das Schwerste auf jeden Fall. Danach in Europa, glaube ich, kommt man schon irgendwie durch. Aber das ist jetzt echt eine Challenge. Deswegen, es gibt 3 Optionen, beziehungsweise 3 Häfen, von denen aus Fähren gehen nach Spanien. Das ist einmal Ceuta, das ist sehr weit, ja, 1,5 Stunden östlich. Dann gibt es Tanjamet, das ist ein großer Cargohafen, ich glaube sogar der größte Cargohafen Afrikas.
Ist fetter. Vielleicht könnte man es da irgendwie schaffen, einen Truck zu trampen oder so. Aber ich habe ein bisschen Schiss. Ach, ich wäre so verloren, Alter. Ich könnte nicht mal, ganz ehrlich, wem ging es wie mir und könnte keine Karte lesen? Ich würde die Karte aufschlagen und denken, Alter, wo ist Europa? Also das würde ich wahrscheinlich noch, aber ich habe noch nie in meinem Leben eine Straßenkarte gelesen oder sowas, noch nie. Bei mir war schon in dem Zeitalter, als ich dann Auto fahren durfte, TomTom-Navi. Wer kennt's noch? So ein großes, hast du vorne rein, TomTom-Navi. Dann musstest du auch für jedes Land die Karte kaufen, TomTom. Das, ich bin immer getomtomt, egal wohin. Ich würde wahrscheinlich, die Show wäre schon lange, die wird schon ausgeschreibt, dann wäre ich immer noch unterwegs. Weil da sehr viel Security ist und auch mit der Immigration von Afrika nach Europa. Schwer. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde es hier direkt in Tanjavel probieren. Hier ist auch ein Fährterminal, eher Passagiere und kleinere Autos. Und werde probieren einfach, ja, mir dort irgendwie ein Ticket zu verdienen oder zu kriegen. Ich weiß es noch nicht. Ich werde wahrscheinlich probieren, am Terminal mal ein bisschen rumzufragen. Und wenn das nicht klappt, irgendwie Methoden finden, um Geld zu verdienen. Ich natürlich würde ich gerne auch vorne mitspielen, aber ich glaube, ich hätte gar keine, für mich wäre es überhaupt ankommen, wäre das verdammte, das Ding. Wie bei Seven vs. Wild bin ich ja auch hin, nicht um zu gewinnen, sondern hey, ich will einfach nur überleben. Nicht ganz genau, wie ich es machen soll. Ich würde keine neuen Familien zahlen. Wir finden jetzt erstmal raus, was das Ticket kostet, beziehungsweise erstmal gehen wir mit dem Kollegen hier in sein Hotel und dann schauen wir weiter. Die Leute sind so freundlich, es ist unglaublich. Aber alles zu, gell? Die Geschäfte, ne? Ich frage, sagt, ey Bruder, komm her, hält für mich ein Taxi an, gib dem Taxifahrer Geld, drück mir noch 5 Euro, 50 Dirham in die Hand, damit kannst du dann das nächste Taxi zum Hafen bezahlen. Das ja, wird das in Europa wirklich wahrscheinlich unglaublich. Nicht mehr so passieren. Die unglaublich nett, gell? So korrekte Leute, es ist wirklich, Kuss geht raus, ey. Tous les gens sont... J'aime Marokko. Oder was hat denn er da Schönes, ey? Boah, diese Massagematte, kennst du die noch? Oh, wer von euch hat's auch gehabt? Oma, Opa, immer Massagematte hinten drin in der E-Klasse aus 1994. Immer noch die Massagematte aus Holz, schön rein auf dem Bambus. Oh, herrlich, ist gesund. Wer kennt's noch von euch? Die Massagematte aus Bambus. Aki, c'est le taxi. Ja, ja, einige kennt's. Vater hat's gehabt im Opel Kadett. Ja. So. Schafsfell, auch gut. Schafsfell ist auch Sammeltaxi. Kein Geld mehr? Wir kommen in die Richtung, wo wir hinwollen. Okay, und dann den nächsten wieder beschnorren, ne? Wie würdest du Geld verdienen? Ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Weiß ich noch nicht. Ich würde auch erstmal hin und gucken, wo Leute sind. Keine Idee noch bis jetzt. Ich muss gucken, wie die umliegenden... Wie das die klimatische Bedingung ist. An people. Versteht ihr? Touristen. Es gibt so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Zum Beispiel auch durch einen der Partner, Huel. Einer der ersten, die zugesagt haben, die das alles hier überhaupt erst möglich machen. Worüber ich unheimlich happy bin. Ready-to-drink-Mahlzeiten, Riegel und vieles weiteres, was uns hier im Rucksack erwartet. Gute Nährwerte, wenig Zucker, viel Protein, alles mit dabei. Aber das probiere ich erstmal noch ein bisschen im Rucksack zu lassen, um mir das für die wirklich schlechten Zeiten aufzusparen. Weil genau dann sind ausgewogene Nährwerte unverzichtbar. Und die bekommt man in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Durch Shakes, Riegel oder sogar Hotpots, welche unheimlich leicht zuzubereiten sind. Es reicht heißes Wasser und 5 Minuten Geduld, um schnell 400 Kalorien und 25 Gramm Protein zu bekommen. Das Gute daran, es ist komplett plant-based. Bedeutet auch, keine Sorgen... Gutes Nahrungsmittel für unterwegs, oder Chat? Wer hat's schon mal gegessen? Ich hab's noch nie gehabt. Und böse Überraschungen bei irgendwelchen Unverträglichkeiten. Schon mal jemand gehabt? Erster Link in der Videobeschreibung, auschecken. Und Abfahrt. Checkt das aus und supportet das. Wir sind unheimlich happy, dass sie dieses Projekt hier möglich machen. Der erste Partner, der zugesagt hat, und deswegen kriegt er auch die erste Folge. Hier vorne ist scheinbar die Fähre und hier sind Segelboote. Ach du Scheiße. Da irgendwelche Was soll das Deutschen heißen? Auf dem Gap hier. Mit Segelboot. Ach du Scheiße, sind hier fette private Boote. Alter, das ist perfekt. Okay, wenn du da wirklich einen findest. Ey, sind Sie aus Deutschland? Ajo. Ajo. Aus Saarbrücke bin ich. Das ist mein Schiff. Guck mal. Wichtig war mir beim Kauf immer, dass es 2 Meter länger ist als die von der andere. Jawohl. Wo fährst du denn hin? Ich wollte gerade ablegen. Hamburg. Yo, ich bin da. Ich hab Bock. Saarbrücke. Oh mein Gott. Bitte. Bitte.
Das wäre so heftig, das ist perfektes Wetter. Ich muss Ruhe reinbekommen. Du darfst nur eine Grenze pro Fahrer machen? Wo waren die Regeln jetzt? Ruhe. Ich glaube, es ist tatsächlich niemand hier von den Jungs. Bedeutet, ich nehme noch mehr Zeit. Ach so, die könnten sich ja auch treffen einmal da. Stimmt. Auszustatten, beziehungsweise umzustatten. Bin komplett geschwitzt. Und vor allem aber stinke ich. Und das ist richtig, richtig beschissen. Stell dir mal vor, ja, du hältst mit dem Auto an. Bist noch am Überlegen, ob du jemanden mitnehmen sollst. Der kommt an dein Fenster und der stinkt. Und denkst dir, oh Brudi, Alter, hast noch die Frau nebendran. Denkst du von Weitem schon? Wie, habt ihr die Situation schon mal gehabt? Ja, komm. Wo dann der Frau, komm Schatz, den nehmen wir mal mit da vorne. Komm, den nehmen wir mal mit. Spinnst du, sag ich doch, komm, den nehmen wir mal mit. Zack, machst die Scheibe runter und denkst dir, Waffanculo, Alter. Ist hier das Klärwerk oder ist der das? Und die Frau so guckt dich so an, Alter. Nur Theater. Was machst du? Wer hat schon mal mit dem Gedankenspiel, jemanden mitzunehmen? Ich habe selbst schon mal jemanden mitgenommen. Ich weiß nicht warum, der sah aber aus wie ein Schornsteinfeger. Die stehen manchmal an der Raststätte, weiß gar nicht, was das sind. Der sah aus wie ein Schornsteinfeger. Schwarz, ganz schwarz angezogen, hallo, zack, zack, mit dem Karton stand er da. Nächste Ortschaft weiter, habe ich gesagt, komm, ein Zimmermann, genau. Warum ist das eigentlich so Tradition, dass Zimmermänner immer an der Raststätte steht, immer ein Zimmermann? Hey, 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 Bruder, ich baue morgen da vorne ein Haus. Wie sieht's aus? Innensanitur? Hä? Was? Keiner weiß es! Keiner weiß es! Vielleicht ist es komplett falsch. Aber Bootsleute sind für mich so Wanderjahre, die auch irgendwas von Trempern haben. So ein bisschen aussteigermäßig. Das könnte funktionieren. Ach, jeder weiß es, du echt nicht? Jetzt fängt es an zu regnen. Okay. Also ist wirklich so, jeder weiß es, anscheinend ganz normal. Ja, auch andere Handwerker, überhaupt. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gewusst. Aber es ist niemand auf den Booten. Es ist niemand auf den Booten. I need a sailboat. I do race with five of my friends. No money from here to Germany. Bruder, das Beste ist, wenn einer mit Druck kommt von hinter der Ecke. Du stehst gerade da, Mütze auf, weißt, kommst gerade, wartest auf den Bus von der Arbeit, kommt einer ums Eck. I need sailboat. I make race with four people. I need sailboat. Dave, das ist genau die Art. Das wird genau das wird funktionieren. Bruder, wie der ums Eck geschossen kommt. Das ist es. Dave, genauso. Wahrscheinlich würde ich es aber wahrscheinlich genauso bescheuert machen. Guck dir das mal an, mit welchem Tempo der mit dem spricht auch. Wo der andere denkt, wo der andere, weißt du, hat gerade einen Herzschlag, völlig entspannt, kommt dann. Wo der andere auch dann so auf einmal erhöhte Temperatur bekommt. Guck dir das nochmal an. Auf den Booten. I need a sailboat. I do race with five of my friends. Notfall. From here to Germany. Er hat die Augenwand aufgerissen. Der Mann braucht Hilfe. No money. No money. Anyone here going? Ah, because of weather? Okay, thank you. No today? No one? Today no? Okay. Thank you, man. Thank you. So, jetzt stehe ich hier. Es regnet komplett. Entweder ich riskiere jetzt einmal direkt komplett nass zu sein, oder ich bleibe hier und warte. Oder ich finde jemanden, der mich mit dem Auto mitnimmt. Oder Dave, wieso machen wir es nicht so? Du spielst nochmal die erste Staffel Seven vs. Wild nach, hängst dein Tarp auf, haust dir diese Alufolie drumrum und sagst, hol mich ab. Nein, Dave, das ist deine eigene Show. Das geht nicht. Du musst es bis zum Ende durchziehen. Du musst. Ich stehe hier und der Polizist hat mir gesagt, dass er glaubt, dass bei dem Wetter niemand fährt. Probier es einfach mal bei einem Auto. Aber ey, Show gefällt mir euch. Chat, so böse, ach, doch Spaß. Do you go to Dave, weiß eigentlich mal Spaß. Yeah. Yeah, can you take me? Yeah. Awesome. Oh. Der erste. Can you take me to ferryboat? Den ich anspreche. Ach du Scheiße. Merci beaucoup. I have to go to the ferry without any money. Ach, Fähre. And I don't know how to do it. No, it's... Bruder, mein Englisch. Oh, Dave, ich bin so wirklich so verliebt, weil du hast mein Englisch. Brian ist viel zu gutes Englisch. Das ist mein Englisch. Englisch auf meinem Niveau. Eins im Chat, wer es auch versteht. Wer sagt, so muss man mit mir Englisch sprechen. Ich verstehe jedes Wort. Maybe it's not working. No, it's not working. It's bad weather. Yeah? I thought maybe sailboat could take me, but no sailboat's no going. No sailboats also. Okay. Thank you. Alter, ist das krank. Marokko, ihr seid die Besten. Hallo? Bruder, das sieht aber echt super aus.
Yes? Okay. I don't have any money. I do race with 5 friends to Germany. With no money. Is there any way you can take me? Not possible? Is there anyone I can speak to from the company? No? Oh. Völlig uninteressiert. Spanier, jetzt gehe ich hier einfach vernünftige Leute Chat. Suchen. Europäisches Nein. Kennzeichen. Mitleid, brauch Chat. Ich. Und Mitleid dann jemand, ist da, der für mich bezahlt. Oder eine fette, fette Karre. Okay. Okay, wir sind zurück bei Jovan. Hey, you're welcome. So much, Shukran. Very, very nice from you. Take care and thank you very much. You do Ramadan? Yeah, of course I do. Happy Ramadan. Fasting, yeah, thank you. Well, what can I say? What is the best thing to say? Eid Mubarak or? No, it's Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you so much, sir. Goodbye. Also folgende Sache, ich habe es geschafft, schon mal bis ans Meer, bis ans Wasser. Hier wo die Fähre fährt. Jetzt ist die Sache. Ich glaube, ich probiere jetzt mal aus, wie es ist, wenn ich Leute nach Geld frage. Oh. Sorry, guys. Ja, jetzt kommt dieser erste unangenehme Part. Chat, jetzt muss nach Geld gebettelt werden. Was wird euch einfallen? Gib mal Vorschläge. Du kannst dich ja jetzt nicht bei einer regnerischen Stelle dahinstellen. Eine Blockflöte hat er nicht dabei und anfangen, irgendwie einen Hut von aus. Eine Mütze hat er. Aber du kannst ja jetzt nicht anfangen, irgendwelche Lieder zu singen. Hey Shawty, it's your birthday. You gonna party like it's your birthday. You gonna sip Bacardi like it's your birthday. Wenn du das mal, was denken denn die Leute? Right now, you should somehow realize what you got to do. I don't believe in anybody. Die Bewegungen sind auch wichtig. Wie ein Rockstar, wie ein Popstar, einfach sich zu bewegen in die Luft. Ist doch völlig egal. Sorry, what's up? Where are you from? Sweden, you? Nice, I'm from Germany. Oder? Oh. Can I talk to you a little bit? No, I'm doing like a race with my friends. A race? Like, a race? We all started here in Tanger. Yeah. And we are trying to go to Cologne. No, take to Germany. Easy. You take the train. But no money. Bahn, ja. Bahn? No money. Too bad, really. Ja, mein Ziel ist es zum Beispiel heute noch. Ich bin gespannt, wie lange die wirklich brauchen. Und rüberzufahren nach Tarifa. Schätzungsweise, was würdet ihr einkalkulieren? Wie lange braucht man zurück nach Köln? 4 Meter hoch, die Welle. Ja, ich habe gehört. Aber es soll ein paar Fähren fahren. Wie lange braucht man? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hä? And I wanted to ask you, if you would like to support me. Maybe you have some small money you can give me because I'm trying to go to the ferry today and I have like nothing. Oder sie beraten sich gerade, gibt den keinen, der pass auf, Junge, wenn wir jetzt das Geld hier rausholen, und der zieht uns ab. Ich schwöre, der zieht uns ab, Bruder. Mach nicht. Wie viel hast du dabei? Dann der andere aus Spaß, gib ihm doch mal 100er. Was, 100er? Gib ihm doch mal aus 100er. Also dieser Spaß, gib ihm doch mal. Gib ihm doch mal 500, Mann. Was ist denn? Ah, wir wollen einen Tee haben für unsere letzten Dinaren, oder was das heißt. Ah, und dann kannst du die Reste haben. Ja, dann sonst kommt Alter! Dann ja. Wenn ihr nichts dagegen habt, natürlich. Wir wollen hier gehen zum Café La Momia und dann wir fahren mit die 2-Uhr-Fähre, glaube ich. Ah, ihr fahrt heute mit der Fähre? Ja, wir müssen weg. Also ich sag mal so. Ich weiß, ich habe schlechte Karten, weil ich stehe hier einfach so, ich kenne euch gar nicht, aber... Ey, aber wie krass ist es, dass er jemanden trifft einfach, der Deutsch spricht, sag mal ehrlich. Er trifft einfach jemanden, der Deutsch spricht. Das ist kein Holländer. Nein, das ist am Dialekt, das hätte ich am Akzent, das ist kein Holländer. Polnisch, Tschechisch, vielleicht sowas? Ich bin ja sehr offen gegenüber anderen Menschen und... Hat er gesagt, Schwede? Gut. 35 Euro is a lot of money. Of course, if you don't even know me. But wir geben kein Geld weg. Yeah. Aber die Dinare doch, die Dinare doch. Das verstehe ich. And do you think I have any chance to go with you guys on the ferry? No, not really. The thing is, then you have a very good Mann, story to versucht. Tell, for example, yeah, we found that really weird guy. He was so random and... Irgendwann der Punkt unangenehm. Du läufst sogar noch mit denen mit, versuchst die zu überreden. Wann brichst du ab? Weißt du, also dann auch noch alleine der Punkt, Chat, da muss man sich ehrlich sein. Ich kenne das ja aus dem öffentlichen Leben. Wenn du mit der Kamera filmst, und ich mache das ja auch ab und zu, und wenn ich lustige Leute habe, dann mit drauf und so, dann ist ja auch noch permanent das Gefühl, du filmst die auch noch mit. Das ist ja Überwindung Nummer 1. Erstmal, die erste Überwindung beginnt, ich filme mich selbst, andere sehen, dass ich mich filme. Schon mal Hürde Nummer 1. So, weißt du, was ich meine? Wo du denkst, wo viele schon nicht können. Wo viele sagen, ah. Dann Hindernis Nummer 2, fremde Leute ansprechen. Hindernis Nummer 3, das gepaart mit der Kamera in der Hand. Hindernis Nummer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gemeinsam. Dranbleiben und weiter betteln.
einfach in dieser ganzen Konstellation. Ich weiß nicht, wie lange man das durchzieht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Die Jungs wollen ja auch einfach, wenn du merkst, ist das jetzt dann einfach, penetriert man so lange, bis die sagen, komm, jetzt gebe ich ihm mal 2 Euro. Das ist unangenehm. Aber für den Jungen, der tut es mir auch leid, natürlich muss er was tun, weil er will natürlich auch sein erstes Erfolgserlebnis, oder? Er will das erste Mal irgendwie, dass er es geschafft hat, ne? And then we said, okay, man, we take you with us on the ferry. It's a nice story forever, man, you know? Mit Witz und Humor versucht er. What if I tell you I can do like a backflip or whatever to... Mensch, ich schäme mich nie. Ihr wisst selber, mir ist nichts peinlich. Das erste Mal, dass ich wieder so ein komisches, so ein Grimmel kriege. Wo ich denke, Mann, Junge, ehrlich, die wollen nicht, die haben keinen Bock, guck doch. Inspire you guys to please. You can do one as well? So guys, are you going in this cafe here? Immer noch dran! Because I saw a lot of tourists going there and I think they were German. Ach doch. So, jetzt muss man ein bisschen hier gerannt werden eigentlich. Weil ich da so nicht geschafft. Er hat nichts geschafft. Touris gesehen habe. Ach, Digga. Ich sag euch, das kennt ihr das auch? Kennt ihr diese Situation? Sagt mal ganz ehrlich. Ihr geht rein, irgendwo Shopping Mall, Flughafen. Du siehst schon vorne im Augenwinkel der Stand von Sky. Scheiße. Du musst aber da dran vorbei. Du musst dran vorbei mit deinem Einkaufswagen. Da ist der Eingang. Die stehen schon da. Sag mal, sind Sie eigentlich schon bei Sky? Dein Maul! Bruder, ich will gar nicht in das Gespräch kommen. Ich will nicht. Weißt du, vielleicht kann ich gar nicht reden. Warum sprichst du mich an? Du gehst schon so mit dem Wagen. Du guckst extra rechts in den Grillmeister rein, weißt du? Und denkst, ja, ach, guck mal, vielleicht esse ich später noch was. Ist egal. Egal, wo du hinguckst. Hey, haben Sie eigentlich schon Sky? Wenn du ja sagst, was haben Sie denn für ein Abo? Vielleicht können wir das nochmal optimieren. Bruder! Kundennummer, sag ich, ich hab gelogen, lass mich in Ruhe. Sind Sie schon beim ADAC? Hier, ich sag, ich will dein scheiß Flyer nicht, guck mal da vorne in die Mülltonne, was schreibt da, die wird voll sein mit deinem Scheiß. Oder am Flughafen, du läufst durch, eine kostenfreie Kreditkarte, als ob ihr jetzt schon gesehen hat, dass er bei mir auf dem Konto ein bisschen plus ist, siehst du das an mir? Guck doch mal, ich komme im Jogginganzug. Was willst du? Schufa, ich hab voll! Lass mich! Das kann ja nicht mehr das Marketing sein, wisst ihr, was ich meine, der heutigen Zeit. Wie oft geht einem das auf den Sack? Sag mal ehrlich, man ist im Vorfeld, denkst du schon, oh nein, bitte nicht. Und was meinst du, wie viele Leute, ich hab's selber von Freunden gehört, ja, ich hab's halt dann gemacht. Ja, ich hab dann gedacht, ich kündige das wieder in 2 Wochen. Ja, ich hab Interesse. Gibt's ja auch. Unterschrift, du guckst aber schielst mit einem Auge schon auf Widerrufsrecht. 2 Wochen, das darf ich nicht vergessen, die Scheiße. Sonst Jahresgebühr 189. Dankeschön, ciao, weiter. Dann im zweitbesten Fall, hast du die Karte im Urlaub dabei? Ich hab bei die Karte. Hab ich ja fast vergessen, ich hab bei die Karte. Ach, guck mal da, Casino Spanien. Jawoll, ja. Und du daheim, was hab ich denn gemacht? Der ganze Urlaub versaut. Auf was hab ich mich hier eingelassen? Hallo, guys. Hello. Hello. Can I talk to you real quick? Hey, what's up? Where are you from? England in the US. Good. Nice. No, the thing is, I'm just asking people if they can help me out to get like a ticket for the ferry, because as I said, I have no money on me and the only way to go to Spain is like with the ferry. Thank you so much, man. Thank you so much. So you guys are the first people that gave me money. Thank you very much. Ey, da hat er die richtigen angesprochen, weil man merkt schon die Verbundenheit. Die drei. Ich meine, das ist es. So, you guys are the first people. Die drei. Eine Familie. Ich würde wahrscheinlich auch vom Weiten gucken. Ja, der hat helle Haut. Die Augenbrauen sieht man vom Weiten nicht. Den spreche ich an. Ein Bruder. Ein Bruder. Hallo. Und dann so ins Gespräch kommt, dass man sagt, ey, you know, we have each other recognized, gell? Because of, you know, you also have red hair all around the body. Yes. So bin ich schon mit Leuten ins Gespräch gekommen. People that gave you money. So, thank you very much. You're very well. Appreciate it very, very much. Have a good day. Studentenkollegen, genau. I have to say. Goodbye. 20 Dirham. 1,90 Euro. Mein erstes Geld, was ich bekommen habe. Ja, aber immerhin. My friends.
Immerhin scheint kein Klimpergeld. Wisst ihr, was ich meine? Wenn Klimpergeld anfängt, oh Bruder, rote Münzen am besten. Ich weiß nicht, was sie da drüben haben, an Dirham oder Dirham, aber oder immerhin scheinen, oder? Chat, immerhin scheint. Schein gut. Can I join, guys? Oh, schade, ich wäre gern bei ihm geblieben, weil jetzt can I join, guys? Ja, da kommt er. Da kommt er. Kommt rein. Die wissen noch nichts von ihrem Glück, vom Zeche-Preller. Erstmal schön essen und danach gucken. Ist drinne. Soll ich es jetzt wieder auskotzen oder was soll ich machen? Was soll ich jetzt machen? Ruhe, wir kommen zum nächsten Fall. Aha. Perfekt. Ciao, ciao. Muchas gracias. Ciao, ciao. Buen día. Geiler Typ, ey. Krass, dass sie die Sprache einfach so gut direkt können. Direkt der erste Lift geklappt. Marokko, dass die sich alle, ne? Geil zum Treffen. Aber muss man auch mal sagen, alle Kandidaten, weil einer schreibt, den mag ich am meisten. Ich finde alle mega, mega, mega sympathisch. Oder, Chat? Ich finde alle toll. Toll gewählt für das Format. So wie ich sie bis jetzt kennengelernt habe, finde ich die alle super. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal hier. Der Husky. Am Meer, am Beach. Beziehungsweise es sieht eher aus wie so ein Yachthafen oder so. Salam. Salam alaikum. Alaikum salam. Ein bisschen fancier. Aber vielleicht probieren wir es mal. Hello. Do you speak English? Perfect. Hi. My name is Daniel. I'm a traveler here. And right now, it is very random. I'm really sorry for this. But right now, I'm traveling with, or we are doing a competition with four friends. And we are starting in Morocco and trying to go to Germany, where we come from. Das war, ist für ihn, das haben wir täglich hier. Muss dir nicht unerlaubt. Jeden Tag kommt hier einer rein. Der Gesichtsausdruck für ihn. Freu dich nochmal. Guck doch nochmal hin. Guck dir ihn an. And we are starting in Morocco and trying to go to Germany, where we come from. And. For that we do it without money and without a phone, so I don't have anything, nothing. And right now I'm looking for ways to afford the ticket for the ferry. Is there anything I could do here maybe to earn a little bit of money to take the ferry? I don't know if you have any. Oh, Bruder, ich erkenne, ich habe die Psychologie schon drauf. Er direkt, er will Geld. Ich guck mal auf den Bildschirm. Hast gesehen, so direkt dieses und dann wieder hoch und mit einem Lächeln, ja. So dieses Unangenehm, du merkst es ja, einer, wenn einer direkt schon, guck mal, wieder auf den Computer guckt. Of money to to take the ferry. Was ist Scheiße? Bruder, meinst du, der Junge, ich sag's dir ehrlich, wie heißt der? Jovan, fast Joris gesagt, Jovan, der Junge, der kann doch jetzt nicht da in ihrem Vier-Sterne-Bunker sagen, aber der Chef ist gerade nicht da. Moment, mach mal die Kasse, ich guck mal. Kasse geht auf, Ding. Ja klar, das wird nicht passieren. Okay, Alter, warte ab. Okay, jetzt bin ich. Hey, Chat, spoilert mich bitte nicht. I don't know if you have anything for me. Da ist der Blick wirklich da. Chef guckt gerade nicht, der Blick ist da. Der Blick ist wirklich da. Ey, das gibt's ja nicht. For me. Guck den Blick. Really? Just like that. Geil wäre, wenn er jetzt sagt, ja, mache ich öfter so. Was mache ich abends? Da greife ich öfter mal rein. Das gibt's doch nicht. I can work, I can help, I can do something, I want to do something. Er hat wirklich so eine Kasse. Okay. That is super, super. Thank you. What's your name? Mustafa, thank you very much, Mustafa. Thank you very much. Have a good day. And thank you, bye bye. Ey, pass auf, ihr sagt, ja, okay, der filmt auch alles. Pass auf, ihr seht es selbst bei den GoPros. Ich kenne die GoPros. In keinem Moment, glaube ich, hat er den gefragt, ob er filmen darf. Diese GoPros, du siehst, hier, da bewegt sich nichts. Du kannst sie einstellen, da ist nichts an. Du siehst nicht, dass die filmt. Genauso wie er die ganze Zeit. Die filmt immer. Das ist halt. Du denkst ja nicht, die filmt. So, du denkst, das ist sein ganz normal Rucksack und so. Die hat er halt da dran. Die hat er immer so. Aber eine ist in der Hand. Aber die ist, das seht ihr an den Szenen ja hier vorher,
Die ist auf ihn gerichtet. Die hat das so in der Hand, so unten so. Weißt du so? Du denkst, die ist nicht auf ihn gerichtet. Es wird, fühlt sich für den jungen Mann nicht so an, wie wenn er gefilmt wird, meine ich. Versteht ihr, was ich meine? Hey, Ehre, Mustafa, Junge, Aleikum Selex, geil. Cool. Oder so eine geile Show, oder? Das gibt's nicht. Ich wollte was tun, ich wollte dafür arbeiten, aber er hat mir jetzt einfach hier sogar viel, 70 Dirham einfach in die Hand gedrückt. 2, 4, 6 Euro. Wow, ey Mustafa, wirklich. Ich hätte niemals gedacht, keine Ahnung, sagt mal ehrlich, ihr auch nicht, oder? Dass der junge Mann vom Hotel, so wie er reagiert hat, wie er weg, niemals dem Geld gibt. Vielleicht wollte er auch einfach den nur loswerden, was weiß ich. Ich hätte es niemals von ihm gedacht, dass das passiert. Da hätte ich wahrscheinlich anderen gedacht, eher den anderen Typen vorhin am Café, hätte ich gedacht, wahrscheinlich eher als er. Krass. Ja, ich muss erstmal ein bisschen klarkommen, Alter. Der Start war so bam, bam, bam. Ich habe jetzt die Schweden wieder getroffen, tatsächlich. Habe sehr viel mit denen gequatscht. Die wollten erst nicht, dass ich filme. Die werden essen. Ah! You guys again! You remember me, der mit der Mütze, der euch vorhin schon auf den Sack ging. Ich setz mich mal dazu. Hey, ey, film uns nicht beim Essen. Nein, Entschuldigung. Wie geht's? Schmeckt's euch? Bruder, ja, das ist zum Beispiel, da sag ich ganz ehrlich, das ist schwierig. Wenn Leute auch sich dann noch so, das kann ich mir richtig vorstellen. Der hat die nicht, da musst du loslassen. Mein Junge, da musst du loslassen. Die wollten nicht. Die sind ja auch so schon im Laufen. Du hast die ja verfolgt und die wahrscheinlich auch als er wieder. Oh nee. Oh nee. Scheiße, Mensch. Und dann hat er gesagt, nein, also man weiß nie, vielleicht nehmen wir dich mit. Dann hat er ein Angebot für mich, dass ich, wenn ich es rüber schaffe, haben die so 50 Kilometer von Tarifa einen Ort, wo man schlafen könnte. Und dann war ich so, okay. Und jetzt meinte er so, wir nehmen dich mit, wir zahlen dir eine Führung. Das heißt, irgendein Ticket nehme ich mit auf die Fähre. Und jetzt hat er sogar vorgeschlagen, dass ich was von deiner Pizza haben darf. Also, entweder so lange auf den Sack gegangen, bis die gesagt haben, ins Herzen gerät ja, oder die beiden betreiben Organhandel. Dass die sagen, klar, wenn der drüben ist, was bringt die Niere, google mal. Du weißt es ja nicht. Du weißt, was ich meine. Das denkt, ey, das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Ich bin sehr, sehr happy. Sehr, sehr geil. Richtig krass. Wenn das alles stimmt, dann bin ich heute Tag 1 auf der Fähre. Ich freue mich mega. Thank you, guys. Leute. Das kann das eigentlich nicht sein. Ich habe ein bisschen Geld bekommen. Aber ich kann es nicht fassen. Ich glaube, ich komme jetzt mit auf die Fähre. Krass! Tag 1 und ich glaube, ich komme mit auf die Fähre, ey. Ey, der hat den weitesten Schritt gemacht. Wir kommen wieder zu meinem Blutsbruder, was die Leute schreiben, nur weil er raucht, die oberflächlichen Leute. Aha, da ist er wieder, klar, klar. Ich habe gesehen, dass da Müll war und dann war ich eigentlich total begeistert, weil ich... Da ist er wieder, genau. Wow. Was für schöne Schlussworte. Jetzt saufen alle ab. Ich mich richtig... Hammer. Jovan? Nee, wie heißt er? Ja, da ist er! Ich hab ihn! Jovan? Nee, wie heißt er? Der kommt bestimmt gleich wieder für euch. Sorry. I need to get to the harbor. Tangier Med. Yeah, with a boat to Spain. Which way? Gut. Tangier. Yeah. Tangier Med. It's far away. No. Tangier Med is here. This way? Yeah. Das Taxi. Ja, da musst du die Augen gleich da haben, der hat Kleingeld in der Hand. Da musst du mit den Augen gleich, da hat's doch geklimpert. Ich hab's gleich erkannt. Ah ja, und dann überlegen. Ach, verkaufen darf man nichts, ne? Es gibt keinen, der irgendwie etwas, man darf nichts verkaufen, richtig? Von seinem darf man nicht, ne? Oder? Ich hab's Regelwerk nicht studiert, muss ich euch ehrlich sagen. Okay, I got no money. Huh? I have to walk, I got no money. Oh, I just need the direction. 2 hours. It's okay. Two hours walk. No, 4 hours, man. It's okay. 3 hours, it's okay. Der gute Herr, der hilft mir jetzt hier, der ist mit seinem Hund am Start. Kam jetzt auf mich zu, hat mich gefragt, wo ich hin will und hat mir aber auch direkt gesagt, das sind so 20 Kilometer, 3 Stunden zu latschen. Ich brauche ja nur erstmal eine Richtung, damit ich zu rampen kann. Und ich habe jetzt schon Schmacht, Alter. Ich muss pissen. Ich habe ein bisschen Dünni. Und Schmacht. Ja, aber ey, das ist ja das Einfachste. Also, ich sage euch ganz ehrlich, 7 vs. White, klar, ohne Kippe. Schwierig. Aber da, es ist dir ja nicht verboten zu fragen, ey, hast du noch mal eine Fluppe da? Eine normale, weißt du, es passiert mir ja auch öfter mal. Und dann sage ich mir, klar, Kippe.
das darf er ja, oder? Das ist ja nicht verboten. Er darf ja nehmen, wenn er sagt, haben Sie mal eine Zigarettchen? Haben Sie mal eins für einen? Das darf man ja machen, oder nicht? Ähnlich wie ich. Alter, erinnert mich alles an mich, ne? Krass, auch hier, die Form hier. Was soll der Scheiß? Wenn ihr schon mal getrampt seid, wahrscheinlich von eurer Dorfdisco nach Hause. Das sind auch meine Tramp-Erfahrungen. Und jetzt stellt euch mal vor, die Dorfdisco ist so ungefähr 2.500 Kilometer entfernt. Oh, moin. Das ist, Was? 2 Euro. Das ist vom Bus. Vom Bus? Ja. Oh, really? You saved my life. Thank you, my friend. Thank you. Ja, aber die sind alle großzügig, no joke. Also, was heißt, die Summe ist natürlich nicht exorbitant. Aber anscheinend ist das Gesetz, jemand braucht was, wir helfen. Für das, was er gerade braucht. Also das ist, merke ich gerade, merke ich. Wo haben wir es nicht gemerkt? Nur nach immer wieder betteln. Bei den Ausländern vor Ort, versteht ihr? Bei denen, die aus Schweden kamen. Die dort einfach, die Touristen oder was weiß ich. Nee, weißt du? So, das ist, ey, jetzt frage ich mich, wie ist das denn bei uns in Deutschland? Wenn jetzt, sagen wir mal, da ist ein Marokkaner in Deutschland, Köln. So, der steht da, auf der Domplatte. We make a race. Wäre es auch so? Okay, Domplatte wahrscheinlich sehr viel Publikum. Weißt du, aber so irgendwo an der Nordsee. Versteht ihr? Irgendwo oben, wo auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob bei uns die Leute so großzügig sind, ne? Keine Ahnung. Neidisch? Ja, neidisch. Thank you. Ah, die ersten Leute, die haben 2 Euro bekommen. Super. Digga, ich hab so ein Glück. Also ich hoffe, die anderen haben auch Glück und einerseits hoffe ich, die haben es auch kein Glück. Jetzt ist auch plötzlich mein Dünni wieder weg und ich habe weniger Schmacht. Ha! Geil! Taxi? Ich glaube, ich muss nochmal betonen, dass ich auf jeden Fall kein Geld habe. Oh. Ah. Siehst du, an der GoPro leuchtet nichts, doch leichtes rotes Licht. Really? Bruder, er hat vorne geklärt. Mach mal. Komm, Bruder, der geht hinten rein. Kennst du mich? Bruder, ich bin der und der. Ach so. Ach, geh rein. Hey, das sind die. Ab. Da würde ich mich gleich wohlfühlen. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich so begegne, wenn einer so macht, rein. Bruder, wie kann man in so kurzer Zeit so ein Vertrauen zu diesem Mann haben? Ich weiß nicht warum, aber ich habe sofortiges Vertrauen. Bei dieser Körperbewegung, wie er macht, wie er mit dem redet. Er hat ihm Geld gegeben. Guck. Really? Ab, Junge. You need this one? No, this one from Cup. Okay, komm hier mit. Okay. Kann natürlich sein. Also so kenne ich es von im Türkei-Urlaub immer. Erinnert ihr euch? Oh, jawohl. Nur 60 Euro der Ausflug zum Wasserfall. Ja, den machen wir mit, oder, Schatz? Ja, morgen früh gehen wir zum Wasserfall. Von 9 bis 17 Uhr. Warum geht denn das so lang? Ja, ist bestimmt schön da am Wasserfall. Wir nehmen mal Handtücher mit. Und reinen Bus. Morgens 9, reinen Bus. Vorne, wir fahren heute zum Wasserfall. Wir freuen uns. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit L-Tour gebucht haben zum Wasserfall. Ach, Moment. Eine Schmuckfabrik. Wir halten ganz kurz an. Bruder, die Alte rein. Guck mal. Sag ich, was ist denn jetzt? Ich dachte, wir sind zum Wasserfall. Ich frag den Typ, was ist Wasserfall? Sind wir 14 Uhr in etwa? Sag ich, wie 14 Uhr? Wie lange soll ich in der Schmuckfabrik sein? Wir haben noch eine andere Überraschung. Alle rein in den Bus. Habt ihr schön eingekauft. Gutes Gelbgold. Alle sitzt hier wieder. Weiter geht's. Ach, guck mal, eine Lederfabrik, echtes Leder. Jawohl! Und rein, mitten 30 Grad draußen, 35 Grad. Probier doch mal an, die Lederjacke, Carmen. Ja, ist ganz geil, die Lederjacke. In der Türkei, Siede, Alter, wir sind da, zack, nehme ich mit. Was kostet die? 2.500. Ja, die kriegst du in Deutschland so nicht. Hörst doch von den anderen. Die musst du, das gibt dieses Leder, das ist kriegst du nicht. Ja, komm, zack, 14.30 Uhr, ich sehe vom Weiten der Wasserfall, Stau. Moment, ja, wir sind gleich da. Es sind heute einige Busse unterwegs zum Wasserfall. 16.30 Uhr, machen Sie schnell 2, 3 Fotos, wir müssen zurück. Alles erlebt. Ich sag's euch, ich hab's so erlebt. Wer kennt's von euch, Chat? Ich hab's selbst so erlebt. Solche ganzen, ich weiß nicht, vielleicht kennt's einige. Das kennt, ja, da sind einige dabei. Die wollten auch zum Wasserfall. Okay. I pay a taxi. You kann natürlich okay, sein jetzt auch. You are wonderful, my friend. Thank you. I pay taxi. Fini. No pay taxi. No pay. Yeah. Taxi yeah. Pay. Okay. Oh, Bruder, erste Warnung. Lass dich jetzt nicht nochmal abzocken vom Taxifahrer. Ist nicht unüblich. Ich habe schon bezahlt. Er betont nochmal. Ich habe schon bezahlt. Du zahlst hier nichts mehr.
Ich hab dem schon. Erstmal Betonung machen. Die beiden kennen sich doch nicht besser. Ich dachte ganz kurz. Finish. Okay, yeah. To play Bus. Bus. This one. Ja, oder ganz kurz, weiß ich nicht, warum ich an Bücher gedacht habe, aber ich war kurz an Bücher am Automat. It's one piece. Ja. Ist okay. Thank you. Sehr guter Mann. Chat hat uns weitergeholfen, oder? Mein Bruder im Geiste da. Ich werde jetzt hier irgendwie zum Bus gebracht oder direkt zum Hafen, ich weiß es noch nicht. Und ich habe einfach richtig Glück. Also entweder bin ich klein, dick und sehe nett aus oder es war einfach richtig Glück. Und ich freue mich gerade richtig. Nein, aber er hat auch, und das muss man auch, das kommt einem natürlich zugute. Ganz ehrlich, wenn du natürlich jetzt aussiehst wie Arnold, ist kacke. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt einer bist, so wie er, der so aussieht wie der Prinz, der mollige Prinz aus Schweden, dann ist das schon mal nicht schlecht. Weil mein großer Wunsch, heute in Spanien anzukommen, hat schon mal einen sehr guten Start. What's your name? Brian. How? Brian? Brian. Okay, my name is Brian. Ist das gleiche, Alter. Ah, der Bruder Brian, bitte sag, same name. bitte. Es gibt so Szenen in Serien, wünscht ihr, wo ihr denkt, bitte, das muss so weitergehen. Bitte sag, hey, same name, Brian. Bitte. Brian. And you are Brian? Brian. Yeah, we're friends now. Yeah. Aber auf jeden Fall ein paar Touristen hier auch schon gesehen. Erst er nochmal. Das war eigentlich mein Plan, dass ich ein paar Touristen hier anspreche. Welcher war er? Und ich dann versuche hochzutraden. Ich brauche auf jeden Fall erstmal einen Start geben dann. Dann probieren wir uns immer weiter hochzutauschen, immer mehr wert. Der Husky. Und das dann irgendwann für ein Ticket oder halt für den Betrag, dass man einfach tauschen. Salam. My name is Daniel. Hello. Zeig doch mal von außen, in was da reingeht. Es würde mich interessieren. Wo geht dann da rein? Sieht aus wie eine Privatwohnung fast schon. I am traveling right now and I'm doing. So, wo sind wir? Was machen wir hier? Ich will kurz mal beurteilen. Was haben wir hier für ein? Ist ein Reisebüro oder was? Patente. Alter, der ist beim Rechtsanwalt reinmarschiert. Da sitzt sie. Die Rechtsanwaltsgehilfin. Wo ist denn der rein? Patente steht da hinten. Bruder, ist beim Anwalt. Die hat ein paar Schlüssel hinten drin. Für die Konferenzsäle ist der Anwalt. This is very random. A competition against four friends. Could you maybe give me a pencil? Something like this, like a small pen, so I can change. Is it okay? Okay. Thank you. No. Oh. I would. Can I take this? Okay. Is it okay? Can you take? Yeah. Can I for yes, it? Yes. Yeah. Okay. Thank you very much. Oder frag noch nach Deckel für den Stift. Der Deckel fehlt. Junge, du willst doch das Ding gewinnbringend gleich verkaufen. Der verdammte Deckel fehlt. Alter, wenn du dir die jetzt in die Tasche drückst, ist alles verkritzelt. Es ist alles vermalt. Hey, wir haben unseren Stift. Und damit? Deckel ist doch da. Bis zum Ticket nach Spanien. Wir sind jetzt hier bei dem Geil. Und wir fragen jetzt erstmal, wie viel das Ticket hier kostet. Nein, der hat nicht vom Wolf of Wall Street gelernt, wo man sagt, verkauf mir diesen Stift. Sondern er, und das finde ich toll, will sich hochtauschen. Das, was selbst Dave auch mal als YouTube-Projekt gemacht hat, finde ich richtig geil. Er will sich nach oben tauschen. Hammer geil. Also da freue ich mich schon drauf, den Husky weiter zu verfolgen. Alter, geil. I would like to know, how much is the ticket for ferry to Spain? Just one way? Yeah, one way. It is 440 dirhams. 440. Ja, Bruder, da brauchst du nicht so tun, wie wenn du das fast zusammen hast, Junge. Hör doch auf zu lügen, Alter. Was soll das denn? 440, okay. Kennst du das? Unangenehm. Ich mach's ja auch immer so, ne? Kennst du auch? Was kostet das? 600 Euro. Wo du innerlich schon weißt, Alter. Okay. Okay. Ja, was willst du denn machen? Ihr kennt's doch alle. Das ist doch so, ne? Ihr wisst doch alle, wie es ist. Is there any way to get a discount? No? You can't? It's the same price for everyone. Can you do anything for me? How maybe it is easier to go over there? Do you have a special price for me or do you have any suggestions? I talk with you, let my friend. Yeah. The truth, I can't do nothing because we have the system. If I do something, I will pay from my... Yeah, of course. No, I don't want that. No. Ja, wie, du willst es nicht? Natürlich. Meine Kinder von dem anderen hast du auch genommen. Was ist denn mit dir? Natürlich, wenn sie privat auch... Na, klar würdest du es nehmen. Natürlich. Verstehe, aber da musst du auch die schon machen. Na, das will ich natürlich nicht. Ich wollte übers Unternehmen einen kleinen Raffel. Habt ihr einen Rabattcode oder welche Instagram... Machen die Harrisons? Soll ich da mal eine Instagram-Story gucken?
Hat die gerade was drin? Hat die einen Rabattcode drin? Dann nehme ich den. Klar, ich wollte nur mal fragen. Ach, ist nichts. Okay, danke schön. No, of course, of course. So, yeah. You don't have nothing. No, nothing. Nothing. Oh man. Nothing. One thing. You have to go to the port and talk Tip. With the boss there. Here? Yes. Tell him, please, if you come to help me, maybe yeah. you will help me. So, you think they might do? Yes, maybe. Well, thank you very much. Ey, natürlich. Ich sag euch ganz ehrlich, jetzt in der Situation hätte ich dann Handy, könnte ich wirklich diese Nummer probieren. Unangenehm, aber weißt du, diese hier, pass auf. Wo ich mir denke, aber wo ich schon weiß, das machen manche. Ich habe das in meinem Leben noch nicht gemacht. 1.8 Millionen Follower. Make story with you. Markierung, Tagging. No problem. What can we make price? Oder das gibt's. Das, ja, darf man da nicht in der Situation, ich rede jetzt von der normalen, weißt du so, ich rede jetzt von dem ganz normalen Alltag. Natürlich dürfen die das in der Show, haben die gar kein Handy, aber versteht ihr, was ich meine? My friend, you helped me a lot, you gave me a lot of information, thank you. Kann man doch nicht machen, oder Chad? See you. Das kann man nicht machen. Bye, bye. Alright. Wir haben extrem viele Infos gerade bekommen, er war auch extrem, extrem nett. War wirklich nett. Fahren. War wirklich gut. Kosten 440 Dirham. Er kann mir keinen Discount geben, leider. Einmal ganz kurz rechnen, 440 Dirham, wenn 20 Dirham 2 Euro sind. Rechne kurz, 44 Euro. 42, bisschen weniger. Bruder, warum habe ich so lange gebraucht? Ist ja ganz einfach, 20 sind 2. Oh, okay, also das ist ein erreichbares Ziel, aber in der Situation, sind wir uns ehrlich, mit nichts schon viel. Da müsstest du viele Pfandflaschen suchen. So, die Möglichkeit, die haben keine Pfandflaschen da. Ne? Pfandflaschen, wie viele Länder haben Pfandflaschen? Ist das nur Deutschland? Wisst ihr noch von anderen Ländern, die Pfandflaschen haben? Ich weiß es nicht. Aber er hat gemeint, ich soll mal mit den Bossen dort fahren. Und dann mal sehen, ob das klappt. Boah, das wäre crazy. Mal schauen. Ja? Ihr seht, ich meine, das hier ist das Terminal. Ja, hat's ja nicht. Er hat gesagt, bei der großen Mosque. Ich ungefähr. Es war nicht Super Silver Ace, es war Amnesia Ace. Ich glaube, das ist die Moschee, müsste es sein. Sehr schönes Gebäude, by the way. Ich glaube, man sieht es auf der GoPro. Dann probieren wir mal unser Glück. Bitte. Okay, Ruhe. Da sehe ich schon. FAS. Oh, shit. Salam, hola. Bruder, der Chef im Baucontainer. Keine Fenster. Egal. So arbeite ich hier. Normal. Hallo, sprecht ihr Spanisch? Erste Frage. Ruhig. Chat. Kann immer kringy werden, aber wir gehen rein. Ich hab Bock. Hablan español o? Sí, español. Perfecto. Hola. Daniel. Quizás es posible ir a España si no tengo acceso con. La verdad. Meine Fresse, pack den doch irgendwo in einem Container rein. Hinten, wo die Bananen drin sind. Das merkt doch keiner. Pack den hinten rein. Zwischen Ananas und Tomaten. Er macht so. So würde ich mich anbieten. Have you got just I sit like this? Egal. Egal. Ich muss rüber. Über den Teich. Ich muss rüber. Lo siento mucho, pero no normal. No puedes hacer nada. Es posible que puedes darme un descuento, quizás, el diente. Vamos a ver, depende. Depende de lo amor. Psst. No, es dinero. Tenemos que ver el dinero que tienes. Si no. Se queda algo, lo vamos a hacer. ¿Vale? Und da haben wir das Problem. Ich habe gar nichts. Oh, scheiße. Muchas gracias. Es posible que me das un precio porque yo tengo que saber cuánto dinero necesito. 350. Vamos a hacer 20%. 350. Okay. Ja, jetzt kannst du sagen, ist schon mal nicht schlecht, aber da kommen wir immer noch nicht zusammen. eBay-Kleinanzeigen-Modus. Ja, das ist schon mal ein erster Schritt. Versuch das Gespräch zu übernehmen. Versuch das Gespräch zu übernehmen. Mach weiter so, aber du bist noch nicht am Ende angekommen. Muchas gracias. Es me ayuda un montón. Muchas gracias. Alrighty, Freunde. Ich hatte okay, die Hoffnung, dass wir ein gratis Ticket kriegen. Es hat sich schon gut angehört, dass wir da hinten zum Chef rein konnten und so. Aber ja, zumindest ein Discount rausgeholt, 20%, das hilft mir viel. Das sind 350, das sind 90 Dirham. 90 Dirham sind fast 10 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Also ist echt gut, 20%. Mir viel helfen. Haben wir jetzt schon quasi 70 Dirham verdient oder 70 Dirham geschenkt bekommen. Ist gut, bekommen. 82. Jetzt nochmal 90 Dirham. Dann fehlen jetzt nur noch 280. Fire. Oh Gott. Da bin ich doch. Digga, das war so viel Glück jetzt gerade. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, zum Hafen zu kommen. Okay, ich glaube, er hat gesagt, ich soll jetzt hier einfach Taxi oder Bus nehmen, ne? Ich probiere den Bus. Hallo, Charger mit?
Sagen Sie mal, Matt, wie ist los? Jo? 18. Etres. Thank you, thank you. Ich weiß nicht, was Etres heißt. AIDS-Test? Oh, thank you. Alter, spinnst du? Wirklich, spinnst du? Thank you. Wonderful. Do you speak English? Little bit? I don't speak very well. Yeah, it's good. And where are you from? I'm from Germany. German? Yeah, I want Germany. To... Germany. Germany, Alman, nice Almania. Easy. Almania, see. Si. I want to get to Germany and I got no cash. Where are you going? To Germany. To Germany? Yeah, by feet and this is all, everything I have. Bruder, ich schwör's euch, wie lustig wär's, wenn er auf einmal sagt, nimm ich mit. Ich geh mit. Alter, ich geh mit. Ich bin da, Bruder. Let's go. Alter, ich werd, Alter. Wenn das, ich, das wäre einfach Legende. Sag ganz ehrlich, das wäre Legende. Bruder, komm, ich geh mit. Wir reden rüber. Ich hab Bock. Es wäre einfach. Oder Chat? Wie geil wär's? So, und die beiden als Team zusammen auf einmal. Jawohl. Und ich kenne hier noch einen. Wir gehen mal kurz rüber zum Frank. Der wohnt da vorne, 6. Stock, Ding Dong. Wir gehen, Frank, gib bisschen Kohle, bleib. Ich hab dir doch auch mal geholfen. Ich will mit ihm rüber nach Deutschland. Komm jetzt, mach mal jetzt hier, es wäre geil. Das wäre eine Wende in der Show, bei der man denkt, ist krass, auf einmal haben wir ein Zweierteam. Da steht ja in der Regel, also die Regel, die ich bis jetzt gesehen habe, ist doch nicht verboten, oder Chat? Justice. El barco a la España. Ja. Do you go to España? No, I'm conductor internacional. Chauffeur? You are chauffeur? Yes. Super! International. Do you go? Bruder! Da, 5 Bücher in einer Reihe, Alter! Auf dem Zweier hast du gerade. Bruder! Bam! Bücher bringt nochmal 1500. Du kriegst den Vollbild Cowboys. Du hast sie da. Gehst in die Freispiele mit Pharao-Symbol. Das hast du gerade. Das hast du gerade. Wie die Freispiele jetzt ausgehen, das steht in den Sternen. Aber jetzt, mein Lieber, jetzt ist wichtig, zur richtigen Zeit entspannen, nochmal aufs Klo, Kollege, passt auf den Automat auf, ich komme zurück, auf dem Klo am Pissoir schon mal zu denken, ich glaube, jetzt habe ich's, Alter, was geht gleich ab, ich freue mich, richtig schnell abzuschütteln, nochmal in die Hose halb zu sarchen, weil du hast es eilig, du willst zurück, wäschst nochmal Hände, gehst zurück, guckst nochmal, dieser Kontrollblick, man sieht die Tropfen nicht, Bruder, am Automat siehst vom Weiten dieses Bild, 10 Freispiele, Alter, du musst nur noch Start drücken, Autostart und die Maschine rollt. Und dann entscheidet das Schicksal. Go to Spain today? No. I was sollen die denn, ob sie mich kennen oder nicht, wie können sie mir weiterhelfen? Weißt du, was ich meine? Ändert ja nichts daran. A3, go up on Jimmy. In Deutschland wird das spätestens passieren, ja. I just got this, everything I have. It's okay, I can take the bus. Ruhe. No. And this is enough? Yes, go to taxi at Tangier. Thank you, my friend. Thank you, my friend. Die sind hier alle so nett. Ich kriege hier einen Regenschirm. Wirklich, und, die sind alle extrem, extrem Chat, ne? Extrem. Hier? Muss man echt sagen. Thank you. Good luck. Thank you. Muss man sagen. Hallo. Ja. Und dann in der Mitte sitzen. Kennst du das? Es ist genau wie dieser Albtraum. Kennst du das? Ach, Bruder, im Flugzeug, du hoffst ja immer, ne? Fensterplatz, fliegst heute mal alleine. So. Außen setzt sich der Erste, bist einer der Ersten im Flugzeug, außen setzt sich einer hin. Bruder, dann immer der Blick so aus dem Fenster und siehst im Schatten immer, hoffentlich gehen die Leute dran vorbei. Hoffentlich, oh Bruder, es geht gut. Du hörst schon vorne, Boarding completed. Aber 4 Mann laufen noch den Gang entlang und suchen ihren Platz. Du merkst, der Erste geht weiter durch, guckst kurz nach hinten, ja, da hinten sind noch Plätze frei. Alter, und denkst, aber der Vorletzte jetzt da, im Unterhemd, im Weißen, der sagen wir mal, gestern Abend ein bisschen mehr genascht hat, der wird da jetzt auch weitergehen. Hallo, kann ich da rein? Auch schon erlebt. Kann ich da rein? Ja, klar. Der andere steht auf, hat's Gleiche gedacht. Ja, klar. Bruder, dann oder denkst, scheiße, der kommt rein, ich rück nochmal auf so ein bisschen, ey, dann kommt sie noch, weil ich will das Ding hochklappen, weil dann berühren sich unsere Körper, aber mit dem Ding sind wir beide so eingequetscht und haben hier morgen so eine Delle drin, dann sagt er, ich klapp das Ding hoch, die kommt, nein, bitte, beim Landen und beim Abheben wieder runter, zack, ich denke, sitzt so da. Ah, Bruder, ja, ihr kennt's, wer kennt's, der Klassiker. Ah, muss man mögen.
Aber Hauptsache weitergekommen, ne, Chat? Hauptsache weitergekommen. In der Mitte sitzen, auch ganz übel, ne, Chat? In der Mitte sitzen. In der Mitte. Dann Ausweis bitte raus, 60 Euro, Brief kommt. Ja, nee, ich wollte es gerade bei Ihnen kaufen. Wer kennt ihr? Ich wollte es gerade bei... Nein. Nein, wir sind das, so. Kein Ticket ist kein Ticket. Schwarzfahrer. I do a race with five of my friends. From here to Tangier to Germany. Ich lach mich innerlich. No phone, no money, no nothing. And we try to get back to Germany. Nice. Thank you. Ja, der probiert so alles für mich möglich zu machen. Er sagt, geh bei dem fragen, geh bei dem fragen. Nee, warte, da kommt eine Gruppe und jetzt kommt, glaube ich, eine Gruppe. Ja, komm. Danke. Hi, schönen guten Tag. David Henrichs, ich probiere... Der Koffer... Oh, schade! Schade, schade, schade! Oh, war der Deutsch oder er spricht ihn an so völlig, völlig natürlich? The Germans. Er, genau das. So, da ist er. Nee, also das Abo jetzt nicht auch noch. Der verkauft. Ist das die hören und sehen oder was? Nee, also jetzt noch ein Zeitschriften-Abo. Nee, da gehe ich aber erstmal weiter. Ich möchte Ihnen was erzählen. Ich mache einfach aus Spaß an der Freude mit 5 Freunden ein Rennen. Und jetzt wollte ich fragen, ob Sie noch einen Platz frei haben, um mich mit auf die Fähre zu nehmen. Auf der Fähre habe ich keinen Platz. Nein? Das ist ein Schweizer. Das ist kein Deutscher. Das ist ein Schweizer, Chat. Da habe ich keinen Platz, oder? Das ist ein Schweizer. Ich höre das. Ich höre das. Ich bin gut im, glaube ich, so Akzente erkennen. Das ist ein Schweizer. Sein Ticket? Ja, genau. Ich dachte, vielleicht wäre für den ganzen Bus ein Ticket gebucht. Nee, da hat jeder ein einzelnes Ticket. Das ist ein Schweizer. Okay. Das ist das Problem. Alter, das war basically eigentlich der Jackpot. Deutscher Busfahrer, deutscher Reiseleiter und keine Chance. Was? Kann doch nicht sein, Dave, dass da nicht einer die Scheißerei hat und zu Hause geblieben ist. Mann, Dave, scheiße. Ehrlich, scheiße. Normalerweise kommt immer einer nicht mit und es ist noch ein Platz frei, oder? Ihr kennt's doch bei der Klassenfahrt. Irgendeiner hat's immer nicht geschafft. Ich bin halt auch noch nicht aggressiv genug und frage nach, nein, du machst, haben Sie nein, irgendeine gut. Möglichkeit, ein Ticket übrig oder so, aber es hat eine... Ja, aber sympathisch, ganz ehrlich, sympathisch, verstehst, wir haben heute schon ein bisschen davon zu viel gesehen, auch, dass einer von euch Kandidaten die anderen auch gerne penetrant verfolgt und auch wirklich sagt, du, jetzt gib her. Das ist wirklich, ich finde das echt sympathischer so, und wenn du jetzt da heute, und dann hast du die Show für mich vom Herzen gewonnen, wenn du jetzt gleich sagst, gut, dann ist es so, hier baue ich heute mein Lager auf, hier am Eingang vom Ticketing. Hier lege ich mir jetzt den Schlafsack hin. Dann hast du mein Herz gewonnen. Oder, Chat? Natürlich niemand ein Ticket übrig. Und ich wundere mich so sehr. Das ist der einzige Ort, an dem theoretisch Leute von mir sein könnten. Aber es ist niemand da. Also was wissen die, was ich nicht weiß, dass ich der Einzige bin, der hier am Hafen ist. Kein deutsches Kennzeichen. Kein französisches Kennzeichen, kein Scheiße, gleich schon vorbei. Niederländisches, kein dänisches, keins aus UK. Kein einziges. Es gibt 2 weitere Häfen, die aber alle weiter weg sind. Ich wäre niemals davon ausgegangen, dass irgendjemand diese Fähren nimmt, weil man dafür noch mal eine Stunde oder 2 traveln muss. Aber es ist keiner von den Jungs da, es ist kein Auto hier. Was ist jetzt los? This is my friend. But guys, you please take me still. Oh mein Gott, Alter, nein. Bruder, er geht voll auf Konkurrenz schon. Krass, hat er jetzt gerade entdeckt, dass Dave da hinten ist? Das könnte ich nie haben. Ich sehe irgendwie so einen anderen von uns. Ich könnte niemals denken, ey, Bruder. Und dann irgendwie so, ey, nimm aber mich mit. Und, boah, Alter, ich würde mich ekeln. Aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Das Spiel ist mir scheißegal, das Spiel. Das kann doch nicht, ich kann doch nicht, das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann's nicht. Ich will mal gucken. Natürlich, man kann sagen, das Spiel, aber ich könnte es nicht. Ich kann's nicht. Ich sehe da hinten, da ist Sascha Huber. Hey, hey, hey. Vielleicht kann er uns beide mitnehmen. Komm. Ich kann, so, Ruhe. Mal sehen. Oh, da ist der. This is my friend. But guys, you please take me still. Jovan! Jovan? Nimm ihn nicht mit? Ja. Nein! Ja.
Nein! Oh mein Gott! Oh, könnt ihr mich bitte, bitte auch mitnehmen? Bitte, bitte, bitte! Hey Dave, ich muss da leider oh mit, Dave. Oh mein Gott! Tut mir so leid, Bro! Oh mein so Gott! Leid. Dave, du packst das! Ja, was soll er machen, ey? Ich könnte nicht, aber ja, ihr habt recht, vielleicht. Es ist the game. Nein, was willst du machen? Hier ist auf jeden Fall. Ich wusste es. Man darf sich nicht gegenseitig wenden, ich verstehe schon, natürlich, natürlich. Oh, Scheiße. Oh, Jovan kommt rüber. Hier, Madam. Thank you so much. Aber, ey, Dave, viel Erfolg, Bro. Oh mein Gott, ist doch ein Ticket. Ist doch ein fucking Ticket. So, wir überqueren das Wasser. The Race, Part 1. Alter, Leute, ich kann es einfach gar nicht glauben. Ich kann gar nicht glauben, ich bin so happy. Ich bin so happy. Krass. So, Marokko. Mach's gut. Wir verabschieden uns jetzt am ersten Tag schon. Weiter geht's. Er ist aktuell vorne, ne, Chat? Er ist aktuell Fuck. Vorne. Fuck. 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 Oh, das ist jetzt richtig schlimm. Oh, ne, das ist jetzt richtig schlimm. Das ist eine geile Animation. Wo gehst du denn hin? Nicht Deutschland da drüben. Na, Mann, Junge, komm zurück. Wo bist du denn? Ey. Das ist richtig schwer. Richtig schwierig. Krass, jetzt gucken wir mal die Kandidaten an. Brian, Daniel, jetzt muss ich mal überlegen, wer was. Aha, Laurenz. Ey, Laurenz wenig gesehen oder mehr von den anderen. Laurenz am wenigsten jetzt gesehen. Okay, Dave und Jovan. Und Jovan... Ja, guck mal, das heißt nicht, dass du am weitesten vorne bist mit der Strecke. Was ist bei Laurenz passiert? Wer ist Laurenz? Ja, Bruder, da war der Content, das war nicht ausreichend. Laurenz ist einfach in den Wald gelaufen. Oben lang, der war im Wald. Wir haben da nur Bäume im Hintergrund. Da haben wir, hat sich nicht gelohnt, das auszustrahlen. Ey, Dave, an der Stelle, Chat, ganz ehrlich, Brudi, das ist Joe, Alter. Das ist Show, wie sie sein muss. Eins in den Chat, eins in den Chat. Alge.